Hey Mallorca-Lovers, dies ist ein Podcast für Mallorca-Liebhaber von Mallorca-Auswanderern, die ihre spannende Geschichte erzählen, wieso, weshalb, warum sie auf Mallorca sind, wovon sie leben und was das Besondere ist an dieser Insel, die Mallorca-Magie. Also viel Spaß auf spannende Mallorca-Geschichten. Hey Mallorca-Lovers, schön, dass du wieder dabei bist bei einer weiteren Folge vom My Mallorca-Auswanderer-Podcast. Heute habe ich die Katharina hier und Katharina ist ein Frischling und ja, sie ist ganz, ganz neu auf der Insel und ich freue mich sehr auf ihre Geschichte. Ich glaube, es wird ganz lustig. Herzlich willkommen, Katharina. Ja, hallo. So, meine Liebe, wir hatten ja nun schon ein kleines Vorgespräch. Genau. Das habe ich jetzt gestoppt, damit wir das jetzt hier live machen, weil es wird bestimmt lustig. Aber ich möchte zuerst wissen, du bist ganz, ganz frisch jetzt richtig ganz hier, ne? Also genau. Du treibst dich schon länger hier rum, aber du hast jetzt alle Sachen gepackt und hast die Entscheidung getroffen. Also ich sage jetzt mal du, aber du bist nicht alleine, du bist mit deinem Mann hier. Genau. Und vielleicht kommt er ja auch nochmal im Podcast. Ja, das kann gut sein. Ich brauche nämlich ein paar Männer. Ich glaube, du bist jetzt erst ein paar Tage ganz hier, ne? Ja, wenn du so willst. Also ich habe meinen Job in Deutschland gekündigt zum 31.03. und bin jetzt sozusagen ab 1. April frei und bin auch am 1. April gleich hier geflogen. Geiler April-Scherz. Genau, ja, absolut. Und also eigentlich hatten wir unsere erste Wohnung hier, ich weiß gar nicht, vor 7 Jahren oder so gekauft und sind dann nochmal umgezogen. Kala Radjada, du bist Kala Radjada-Lovers, genau. Ne? Genau, genau. Okay. Wir sind Kala Radjada-Lovers, weil ich hatte keine Wahl. Mein Mann war das erste Mal hier 1973, da war er gerade 3 mit seinen Eltern im Urlaub und ab da eigentlich jedes Jahr immer in den Sommerferien. Verliebt. Genau, und da wir haben noch super süße alte Super 8 Filme. Damals waren es noch 2 Ortsteile und es war Pinienwald zwischen dem Ortsteil Calagüia und dem Ortskern sozusagen mit Kirche und Hafen. Das ist ja interessant, was du erzählst. Tatsächlich, also da war Wald dazwischen. Und er war schon damals in diesem ersten Jahr im Hotel, damals hieß es El Paraíso, heute Paradise Residential. Und da haben wir noch so Filmchen, wie er eben über das El Paraíso Hotelgelände stromert, was jetzt unser Nachbargelände ist. Ja, ist für ihn super toll. Süß. Genau. Und deswegen, als wir entschieden hatten, eine Wohnung hier zu kaufen, hatte ich keine Wahl. Also ich habe zwischendurch mal gesagt, vielleicht Palma oder lass uns doch mal was anderes angucken. Und es kam nichts anderes in Frage außer Kala Radjada. Aber ich bin hier auch sehr glücklich. Also von daher, wir haben immer was gesucht, wo man auch im Winter ein bisschen Leben hat, wo ein bisschen im Winter was offen ist. Und schätzen das eigentlich sehr, zumal wir auch aus Berlin kommen und ich das jetzt auch wirklich genieße, hier so ein bisschen ländlicher zu sein und nicht wieder aus der Stadt in die Stadt umzuziehen, wie es jetzt bei Palma der Fall gewesen wäre. Aber kennst du die Insel so gut, dass du sagst, damit habe ich mich jetzt angefreundet, oder gibt es noch so andere Orte, wo du sagst, ach, da kann ich es mir auch vorstellen? Nee, also ehrlich gesagt könnte ich es mir zum Leben sonst nur in Palma vorstellen. Echt? Also wenn uns hier jetzt mal die Decke auf den Kopf fliegt oder wenn es aus beruflichen Gründen irgendwie sein sollte, dass wir in Palma arbeiten würden, dann denke ich, würden wir da auch einen Umzug machen. Aber ich wüsste jetzt nicht, warum ich hier weg sollte. Okay. Ja. Also wir haben ja heute, wenn ihr den Podcast hört, das dauert noch 2-3 Wochen, glaube ich, aber heute ist der 5. April. Das heißt, du bist jetzt 5 Tage frisch hier. Wie fühlt sich das jetzt an? Die Entscheidung zu Also herzukommen ohne Rückflugticket. Super fühlt sich das an, tatsächlich. Also die schwierigste Entscheidung war eigentlich für mich, den Job zu kündigen. Und das musste ich schon vor einem Dreivierteljahr machen, weil ich so eine sehr lange Kündigungsfrist hatte. Und, was war dein Job? Ich war Lehrerin für Wirtschaftsfächer an der Bankberufsschule, beziehungsweise ist das in Berlin so ein super großes Oberstufenzentrum. Man kann bei uns Wirtschaftsabitur machen, man kann bei uns auch im Abendunterricht einen staatlich geprüften Betriebswirt machen und wir bilden Bankkaufleute, Versicherungskaufleute und Immobilienkaufleute aus und da war ich überwiegend tätig. Aber bist du dann als Lehrer in dem Bereich verbeamtet oder ist das da nicht ich so? Ich war nicht, das liegt an Berlin. Also normalerweise ist man verbeamtet, also es ist eine richtige Studienratslaufbahn und ich war auch Fachbereichsleiterin und Qualitätsbeauftragte, also ich war auch durchbefördert. Und ich habe allerdings in einer Zeit angefangen, wo Berlin gerade nicht mehr verbeamtet hatte und war deswegen angestellt. Also wenn ich jetzt geblieben wäre, dann wäre ich jetzt wahrscheinlich in diesem oder nächsten Jahr verbeamtet worden, weil Berlin jetzt gerade wieder umstellt.
Du bist aber voll ins Risiko gegangen, oder? Mal ganz ehrlich. Ja, aber für mich war es jetzt, also mein Mann war an derselben Schule und war Fachbereichsleiter für den Bankbereich, für die Berufsausbildung Bankkaufleute. Und ja, es ist ins volle Risiko, aber für mich war es jetzt eigentlich sogar ganz gut, Angestellte zu sein, weil ich konnte einfach kündigen. Ich habe ja meine Rentenversicherung, die ich halt habe, und meine Betriebsrente und so weiter, meine Krankenversicherung, und ich konnte einfach gehen. Und wenn man verbeamtet ist, ist es natürlich ein bisschen komplizierter. Ne? Das ist nicht ganz so einfach, dann den Weg zu finden. Von daher im Nachhinein war es jetzt für mich super und ja, es ist ins volle Risiko, aber wir haben Rücklagen und wir haben ja auch andere Pläne. Und von daher ist da es ja schon überlegt. Dazu, ne? Ja, also es ist ja jetzt nicht Hals über Kopf und ich rechne nicht damit, dass wir in einem Jahr wieder zurückziehen müssen. Nein, das ist mir klar. Nee, aber du hast schon recht. Also viele würden natürlich sagen, wie krass, wie kannst du das machen im öffentlichen Dienst und so ein sicherer Job und wie kannst du jetzt kündigen? Ja, aber letztendlich ist es so ein bisschen... Aber die sehen nur die Sicherheit. Genau. Ne? Du willst eigentlich auch leben, ne? Du willst hier das Ja, richtig. Leben. Und die Frage ist ja wirklich mit solchen Entscheidungen immer, wie lange will man das aufschieben? Natürlich können wir jetzt sagen, ja, wir ziehen hier, wenn wir beide in Rente sind, aber die Frage ist immer, will ich meinen Traum dann machen, wenn ich 70 bin? Genau, genau. Und wenn mindestens einer von uns nicht mehr so kann, will ich die Weltreise machen, wenn ich 70 bin? Und wie lange eigentlich warten? Wir haben auch keine Kinder, also wir sind nicht irgendwie gebunden. Und dann ist ja wirklich die Frage, warum soll ich auch warten? Also es war schön jetzt die Zeit als Lehrerin. Ich habe den Job auch eigentlich immer super gerne gemacht. Und es waren mehr die Arbeitsbedingungen und die Arbeitsbedingungen insbesondere in Berlin in der Schule, die ich einfach inakzeptabel finde zunehmend. Und dann warum warten? Ich kann deine Entscheidung die Frage super verstehen, aber ich kenne eben auch die Menschen, ne, die sagen, ja, kann man so einen sicheren Job aufgeben. Aber ja, auf jeden die Fall. Frage ist ja, für was gibst du das auf? Und du genau hast jetzt das hier für deinen Traum, den du jetzt ganz leben willst. Ne? Weil ihr treibt euch ja nun schon länger rum hier in Cala Ratllada. Also du bist jetzt am 1. April aus dem Flieger. Du bist ja mit dem Flieger gekommen. Das Auto war schon hier, oder? Wir haben hier ein Auto, aber wissen noch nicht, ob wir das aus Berlin auch noch mitnehmen. Also von daher, wir fliegen jetzt erstmal aktuell. Genau. Aber wie gesagt, also du bist jetzt gerade gekommen. Genau, ich bin also, du steigst aus dem Flugzeug am 1. April und denkst du, dieses Wetter muss doch jetzt ein April-Scherz sein, oder? Ja, aber weißt du, Sarah, das Witzige ist, dass es, glaube ich, der erste Aufenthalt ist, wo mich das schlechte Wetter überhaupt null gestört hat, weil ich nämlich immer gedacht habe, so, ja, ist mir doch egal, ich bin jetzt immer hier. Ja. Und wenn es jetzt eine Woche kalt und stürmisch ist, mir ist auch egal, ja, dann mache ich halt jetzt meine Büroarbeit. Und nächste Woche wird schön, dann lege ich mich dann in die Sonne. Ja, also jetzt habe ich ja den Druck nicht mehr. Das ist der Unterschied, ne? Aber ich denke so, genau, egal, ich habe auch so ein Wetter schon in einem 5-Tages-Urlaub gehabt und es war 5 Tage einfach viel zu kalt. Und so krass wie ja, jetzt so, gerade? Also vor vielen Jahren waren wir mal Ostern hier und ich hatte gar keine Jacke mit, die warm genug war, weil ich nur so ein Sweatshirt-Hoodie und sowas alles eingepackt habe, weil ich dachte, ich fliege nach Mallorca. Wir hatten ein Hotelzimmer ohne Heizung. Es hat den ganzen Tag geregnet und wir saßen die ganze Zeit eigentlich im Hotelzimmer auf dem Bett. Es war super ätzend. Aber jetzt stört es mich halt nicht mehr, ne? Ja, aber okay, du warst jetzt die letzten Wochen, glaube ich, in Deutschland, ne? Genau. Hier ist es wirklich jetzt seit 3-4 Wochen so schlecht. Und dann, wie gesagt, mich persönlich stört es jetzt, also okay, wenn ich ehrlich bin, 4 Wochen jetzt so kalt, ja, das Wetter nervt mich gerade schon. Aber zum Arbeiten, ne, ich mache ja auch viel am Computer und so, dann denkt man sich, ach Gott, ein Glück regnet es heute, dann verpasse ich nichts draußen, ne? Das ist einfach so. Aber mir tut es in der Seele weh für meine Gäste, die wirklich eine Woche hier sind und eine Woche schlechtes Wetter haben. Mit denen habe ich auch, also ich habe Mitleid mit den Touristen auf der Straße tatsächlich. Wir haben auch so ein paar Jungsgruppen schon gesehen, bei Joroski haben die eingekauft und ich dachte so, oh Mann, haben die sich auch anders vorgestellt, ne? Also, aber es passiert, die haben auch ne Bock auf ein bisschen Strand, aber es ist eben nicht, sind nicht die Kanaren oder so, es ist halt mal Mallorca. Aber das halt können sich die meisten eben nicht vorstellen. Ja, aber krasse Jahreszeiten. Mhm. Ich denke, ihr habt eine Heizung zu Hause, ne? Ja, also wir haben so eine Klimawarm-Kalt, ne? Ah, okay. Aber wir sind in einem Neubau, das ist jetzt gerade erst vor einem Jahr fertiggestellt oder vor einem guten Jahr fertiggestellt worden. Und ich bin echt total überrascht, weil wir die eigentlich gar nicht brauchen. Also wir haben die jetzt fast auch gar nicht. Nee. Das ist krass. Wir haben sie nachts aus, wir haben sie am Abend mal so 1-2 Stündchen mal an und dann ist gut. Also wir brauchen sie tatsächlich nicht. Ist Wahnsinn. Richtig gut isoliert, ja. Ja, super, das habe ich auch besser nicht als unser Berliner Dachgeschoss. Okay. Ja. Und du sagst, ihr habt eine Wohnung, ne? Also genau. Ich habe hier eine Eigentumswohnung. Genau. Die habt ihr schon länger hier. Ja, wir hatten eine Wohnung gegenüber vom Ma-Event, falls es einige von euch kennen, so ein alteingesessener Biergarten hier.
für ungefähr 6 Jahre und haben die so vor, ja, 2 Jahren oder so knapp verkauft und wohnen jetzt an der Cala di Terras. Und seit ihr die Wohnung gekauft habt, seid ihr also regelmäßig hier. Das heißt, du bist auch, ihr seid auch oft hier im Winter gewesen. Also nicht nur jetzt die typischen Sommerurlauber. Eigentlich waren wir durchgängig alle Berliner Schulferien immer hier. Also so ungefähr 3 Monate im Jahr, wenn wir nicht eine andere Reise gemacht haben. Aber jetzt die letzten 2 Jahre ging das ja eh nicht. Also ja, krass. Genau. Ja, wir haben gerade schon mal gesprochen, weil dein Auto muss jetzt in die Werkstatt. Und ich musste so lachen. Ich habe nur gesagt, gewöhn dich dran. Und du kennst das ja alles schon, auch mit den Handwerkern hier und so. Ne? Das ist, das kannst das du schon. Ist anders, genau. Also so hatten wir gerade im Vorgespräch, worauf ich mich nicht mehr einlasse, ist, wenn mal Handwerker mir sagen, zwecks Terminvereinbarung, ich rufe dich an. Ja, weil ich dann so denke, warum müssen wir darüber in den nächsten Tagen telefonieren? Hol doch bitte deinen Kalender jetzt raus und wir vereinbaren jetzt etwas, weil der Anruf kommt erwartungsgemäß nicht. Siehst du nie wieder. Und dann rufe ich wieder 3-mal an und dann ist ja auch bei den Handwerkern so das Thema, wenn ich die zu sehr nerve, dann haben die gar keinen Bock mehr auf mich und dann ist der Kontakt sowieso abgebrochen. Blockieren sie dich oder man was? Muss ja, nee, aber dann meldet sich gar nicht zurück. Man muss ja so dieses richtige Maß finden zwischen regelmäßiger netter Erinnerung und bloß nicht zu viel Stress machen. Ja. Und was ich auch gar nicht leiden kann, sind diese Termine am Nachmittag, weil erfahrungsgemäß war dann doch mucho trabajo, mucho calor oder irgendwie sowas und dann wurde es doch noch abgesagt. Also am besten gleich morgens um 9 oder so, erster Termin. Also du hast es schon verstanden, ne? Aber dir macht das auch nichts aus, sagst du. Also es ist jetzt so... So in Deutschland ist das mit den Handwerkern ja nicht so schlimm. Ne? Nee, da ist das natürlich mit den Handwerkern super. Ich meine, ich würde jetzt lügen, wenn ich sage, es macht mir gar nichts aus. Es nervt mich natürlich schon, aber ich finde es jetzt auch nicht mega schlimm. Ist halt so, also es gehört jetzt dazu. Ne? Und wir hatten ja auch gerade gesprochen über Leute, die hierher kommen und dann sagen, die deutsche Bürokratie nervt mich so, ich wandere jetzt aus. Und Finanzamt dann sind sie, zum Beispiel. Ja, genau. Mhm. Aber umgekehrt, ich meine, wir kommen aus Berlin und müssen da ja auch noch unsere Abmeldung und so weiter vollführen. Und in Berlin sind die Einwohnermeldeämter oder Bürgerämter heißen die ja da auf 6 Monate ausgebucht. Man hat überhaupt gar keine Chance, einen Termin zu buchen, weil alle schon wissen, wenn die nächsten Termine, die nächste Charge freigeschaltet wird, sitzen alle am Rechner, das ist jetzt kein Witz, und buchen sich sofort in die Termine ein und dann sind die einen Tag später alle schon wieder weg. Also wenn man einen Ausweis verliert in Berlin, weiß nicht, was man dann macht, dann kann man hingehen und irgendwie kann versuchen, einen spontanen Notfalltermin zu bekommen oder wenn man irgendwie seine Adresse ändern will, das sind ja Meldepflichten, denen man nachkommen muss, aber es ist nicht möglich, weil du halt keinen Termin bekommst. So ist die Situation gerade in Berlin. Von daher, es ist unfassbar. Kannst du dich aber nicht online abmelden? Ja, bestimmte Sachen kann man tatsächlich online machen, also zum Beispiel abmelden, theoretisch, aber ich weiß jetzt nicht, wie das ist. Man kriegt ja da so ein Klebchen für den Ausweis, dass man keinen festen Wohnsitz mehr hat, wie das dann funktioniert. Ich habe mich online abgemeldet. Ne? Also das, so manche Sachen gehen online, aber wenn man eben, keine Ahnung, Ausweis beantragen will oder sowas, was eben nicht online geht, man muss das Foto, den Fingerabdruck und so weiter hinterlegen, keine Chance. Ne? Das ist ja krass. Also und von daher ist es in Berlin zumindest auch nicht besser. Und auf meine Steuererklärung, die ich im Dezember abgegeben habe, warte ich auch seit Anfang Dezember. Also von daher... Also ihr geht voll all in, also wirklich mit Abmeldung und so. Das macht ja auch nicht jeder, ne? Die meisten sind ja, haben immer noch einen Fuß in Deutschland. Also ja, das ist jetzt der Plan, einfach auch steuerlich, sonst ist es ja alles Schmuh, ehrlich gesagt. Ja. Also dann muss man da irgendwie so tun, als wäre man doch mehr als 180 Tage in Deutschland und kann man machen, aber dann müsste ich ja dort auch irgendeine Wohnung halten, die irgendwie wieder Kapital bindet oder Miete kostet und finde ich jetzt irgendwie unnötig. Meine deutsche Krankenversicherung kann ich trotzdem behalten, wenn ich das will. Und dann zahle ich die Steuern halt hier, wo ich ja hier auch lebe und wo ich auch Geld verdiene. Die deutsche Krankenversicherung kannst du halten, ja, wenn klar. du nicht mehr in Deutschland gemeldet bist? Ach, das ist ja interessant. Ja. Europaweite Geltung, also weltweite Geltung sogar. Aber privat, also bist du nicht in der Kasse freiwillig versichert, sondern das ist eine private. Genau. Okay, das mag sein. Aber hier gibt es ja auch private Versicherungen. Also oder so gibt es ja hier auch. Ja, genau. Ah, alles klar. Spannend. Also spannend. Ich wüsste jetzt keinen Grund. Die meisten, glaube ich, ich weiß nicht, warum es viele Leute gibt, die sich den Wohnsitz in Deutschland behalten. Vielleicht ist es aus steuerlichen Gründen. Vielleicht wollen sie die spanische Vermögensteuer umgehen. Aber da muss man schon eine ganze Menge Geld haben, dass man da erfasst wird. Also keine Ahnung. Du kennst dich da im Finanzwesen sehr gut aus, ne? Da sprechen wir gleich noch drüber. Eins nach dem anderen. Warte mal, ich habe das alles im Kopf. Ich hätte mir das mal aufschreiben sollen.
Okay, also pass auf, du hast jetzt deinen sicheren Lehrerjob gekündigt, bist jetzt hier all in. Was machst du jetzt hier? Sitzt du jetzt hier nur den ganzen Tag rum und putzt Fenster so wie ich und preist die vom Schlamm? Mhm. Oder nein, du machst ja, also wir haben ein Projekt zusammen demnächst. Ja. Wenn ihr das hört, ist es schon vorbei, aber wir machen es jetzt öfter. Du bist ja auch Yoga-Lehrerin, ne? Genau, das mache ich schon seit vielen Jahren und habe es immer nebenbei gemacht, neben meinem Lehrerjob und habe auch schon mehrere Yoga-Reisen nach Mallorca organisiert, auf eine Finca, aber auch, das war mal so ein Herzensprojekt, nach Palma. Das war unser Palma Yoga Palma Urban Retreat oder irgendwie so ähnlich. Palma Yoga Urban Retreat, glaube ich. Das haben wir sozusagen einen Städtetrip mit Yoga verbunden. Auf einer Finca war ich auch mit Yoga-Gruppen und ja, das werde ich jetzt hier weiterführen. Das heißt, ich gebe Einzelstunden, Privatstunden, Gruppenstunden, Workshops, Retreats, solche Sachen. Ne? Auch so am Strand und so? Auch so am Strand oder auf der Terrasse oder eben, wenn es jetzt Privatstunden sind oder für Kleingruppen dort, wo die Leute das gerne haben, dann komme ich eben in deren Hotel, auf deren Finca, in deren Apartment, was so wie es für die Kunden halt passt. Oder wir machen es bei mir auf der Terrasse oder eben am Strand. Genau, je nach Wetterlage auch. Ja, und wir machen das bei uns auf der Wellness-Finca. So ein Yoga-Day. Finca-Day. Finca-Day, genau. Finca-Yoga-Day. Und wir machen da auch noch was machen wir denn? Brot backen und ein paar Energy Balls, ne? Wir machen noch ein paar so, Workshops mit rein. Gesunde Detox-Specials, glaube ich, hatten wir gesagt. Ja, wir machen, also ihr könnt den ganzen Tag bei uns auf der Finca verbringen, mit Yoga-Einheit und natürlich bei schönem Wetter in der Sonne liegen, im Pool schwimmen. Ja, das ist unser Plan für dieses Jahr. Und aber das ist ja nicht dein Hauptbusiness hier, ne? Naja, doch, Yoga wird schon ein Hauptbusiness, doch. Also ich würde sagen, das teilt sich in letztendlich 2 bis 3 unterschiedliche Sachen auf und was dann, wie schnell jetzt das Größte wird, das wird sich dann einfach entwickeln. Aber Yoga ist schon mein Hauptbusiness, würde ich sagen. Und dazu kommt Coaching. Und da gibt es bei mir 2 Aspekte. Also einmal, ich sag mal, traditionelles Coaching, Visionsarbeit, Transformation oder von mir aus auch so Dinge, wie ich sie jetzt ja selbst für mich gemacht habe, meine Vision finden, die Entscheidung treffen, die neue Entscheidung treffen. Und umsetzen. Und umsetzen, richtig? Visionen haben ja viele, aber genau. Die können ja nicht in die Umsetzung. Richtig, das könnte also eine Arbeit sein oder auch so Mutter-Vater-Konflikte oder was auch immer. Also das sind so die klassischen Themen. Und der andere Aspekt ist tatsächlich Finanzcoaching, weil ich seit 1995 eigentlich außer Yoga nichts anderes mache, als in der Finanzbranche zu sein. Also ich habe 95 eine Ausbildung bei der Deutschen Bank gemacht, ganz klassisch, als Bankkauffrau und habe dann Wirtschaftspädagogik studiert. Das ist letztendlich Wirtschaftswissenschaften auf Lehramt. Bin dann ja eine Berufsschullehrerin geworden im Bereich mit dem Schwerpunkt Bankkaufleute in der Ausbildung. Ne, habe auch deren IHK-Prüfungen abgenommen, habe Referendare ausgebildet und solche Dinge. Habe auch während des Studiums noch bei einer Versicherung gearbeitet. Und habe auch einen Finanzpodcast tatsächlich. Ja, das wollte ich auch noch sagen. Genau. Du hast auch einen Podcast, Leute, einen Podcast, erzähl mal. Mit einem Bestseller-Autor aus dem Bereich Aktienanlage und Finanzen. Christian Thier heißt der und unser Podcast heißt Großmutters Sparstrumpf. Den habt ihr auch schon länger, ne? Genau, den haben wir so seit über einem Jahr inzwischen schon. Der kommt nicht so oft wie deiner jetzt. Wir zeichnen ungefähr einmal im Monat auf. Und werden das demnächst dann mal probieren auf die Ferne, weil normalerweise sitzen wir immer in Christians Küche, so wie wir heute in deiner Küche sitzen. Und dann wird die nächste Herausforderung, das sozusagen an 2 Orten aufzuzeichnen und dann zusammenzuschneiden. Und wie macht ihr das? Ihr sucht euch dann immer ein spezielles Thema, genau, auf das ihr dann redet? Ja, der hat aber so eine Struktur. Also wir haben ein Thema des Monats, wenn man so will, aber wir haben auch die Aktie der Woche oder des Monats, also die Top-Aktie des Monats, die Flop-Aktie des Monats und dann immer noch so 3 kleine Ping-Pong-Fragen. Und das machen wir ungefähr einmal im Monat. Ja, und besprechen da Aspekte aus der Aktienanlage. Also wir gehen in die Anlage von Einzeltiteln. Und das ist auch das, was ich ja mit meinem Portfolio mache.
Also ein Teil meines Einkommens kommt auch aus unserem Depot. Und wenn die Börse gut läuft, muss ich halt weniger Yoga unterrichten. Und wenn die Börse schlecht läuft, muss ich halt mehr Yoga unterrichten. Wie läuft sie denn aktuell gerade? Im Moment für mich gerade wieder ganz okay. Also eigentlich lief es die letzten Monate für nicht dich so heißt, gut. Weil du die richtigen Aktien gekauft hast? Naja, das ist ja immer individuell, wie das Portfolio läuft. Ja, ne? Aber so seit 2-3 Wochen läuft es für mich jetzt auch wieder besser, weil es im Bereich Technologie wieder etwas angezogen hat. Und das ist, wo ich investiere, also vor allem US-amerikanische Technologietitel. Das ist so mein Schwerpunkt, nicht ausschließlich, aber ein Schwerpunkt. Und wer sich dafür interessiert, kann auch auf Facebook in die kleine Finanzzeitung kommen. Das ist unsere Facebook-Gruppe. Wir haben jetzt einen eingetragenen Verein. Wir verlinken das alles. Ihr müsst jetzt nicht mitschreiben, wir verlinken das alles. Einen gemeinnützigen eingetragenen Verein gegründet, wo ich zweite Vorsitzende auch bin und werden versuchen, das auch so ein bisschen zu professionalisieren. Also vielleicht ist das mein viertes Standbein, wenn du so willst, zum Finanzcoaching. Das finde ich echt sensationell. Also ich muss da nochmal nachfragen. Wer sind deine Hinhörer, Zuhörer, Klienten? Also ja, beim Finanzcoaching ist es letztendlich eine Mischung aus Leuten. Also es kann sein, das können Leute sein, die zum Beispiel noch so gut wie gar nichts für ihre Altersvorsorge tun und die da mal ins Tun kommen wollen. Kann ich noch anfangen mit 50? Ja, aber super. Und du musst auch nicht in Einzeltitel investieren, sondern was ich auch sehr gut beraten kann, sind eben so ETF-Sparpläne oder so. Also du kannst sagen, ich will jetzt 50 Euro jeden Monat sparen und eigentlich will ich gar nicht mehr hingucken, ich will mich nicht drum kümmern, aber ich möchte dann halt in 10, 15 Jahren irgendwie ein bisschen was da rausbekommen. Das kannst du mit 50, mit 100, mit 500 Euro im Monat machen, je nachdem eben, was du sparen willst. Du kannst auch, wir können auch über dein Depot sprechen, über deine Einzeltitel. Ich kann dir meine Meinung dazu sagen. Ja, genau. Ich kann dir mein Depot zeigen, das, worin ich investiere. Ach, echt, das machst du? Das ist relativ transparent. Ja, also wir machen das in der kleinen Finanzzeitung ohne Beträge, ne? Aber das Portfolio kann man auch öffentlich einsehen quasi. Und dann kann man da halt ein Coaching drüber machen. Viele kommen auch mit irgendwelchen Rentenversicherungen, mit denen sie leider renditetechnisch in der Regel unterirdisch fahren. Ja. Oder mit sehr, sehr teuren Mischfonds von Banken und solchen Sachen, wo alleine eben die monatliche Kostenquote so viel Was Rendite redest kostet. Du denen? Ich rate denen, ja, dann eben gegebenenfalls ETFs stattdessen zu wählen. Also die weg dann? Kann man jederzeit verkaufen. Man muss halt überlegen, ob man dann in solche Indexfonds umschichtet, die eben nicht aktiv gemanagt sind von der Bank, sondern die eben eine Kostenquote von 0, irgendwas Prozent haben, statt vielleicht 2% pro Jahr. Ne? Weil die Differenz steckst du ja dann in die Tasche. Mhm. Und die laufen meistens sogar besser als die aktiv gemanagten Fonds von der Bank. Ne? Und auf lange Zeit, von 10, 15, 20 Jahren, machen eben so 1,5%, 2% oder auch 3% im Jahr einen riesigen Unterschied durch den Zinseszinseffekt. Ja, also solche Leute können das sein oder eben Leute, die ein aktives eigenes Portfolio haben, die aber mit den Werten nicht zufrieden sind. Und dann können wir gucken, warum sind bestimmte Werte drin, zu welchem Anteil und was könnte man vielleicht stattdessen überlegen. Ne? Die Entscheidung trifft dann immer der Klient alleine, also ich mache keine individuelle Anlageberatung, indem ich sage, kauf jetzt das, sondern ich kann Vor- und Nachteile aufzeigen und ich kann auch betreuen, wie man diesen Weg gehen kann. Und dann ist der Kunde in der Regel in der Lage, selbst zu entscheiden. Das finde ich echt super. Nochmal zu deinen Coachings. Machst du die denn online? Ja, also man kann es in Persona machen, am Küchentisch von mir aus oder wo auch immer. Aber es geht natürlich auch über Zoom, ne? Und dementsprechend kann das jeder von jedem Ort mit mir machen. Aber du hattest du nicht auch mal erwähnt, dass du schon so große Gruppen auch machst? Weil du doch hattest ein paar, warst du das nicht im Seminarraum gesucht? Also hast du schon größere Gruppen, wo man so einen Business-Coach oder wie hast du das? Naja, also die Idee ist eigentlich, dass ich so Geldseminare oder Finanzseminare auch auf Mallorca anbiete. Ne? Also das ist jetzt noch in den Kinderschuhen. Aber das ist so die Idee. Und da bin ich jetzt ein bisschen überlegen, ob wir das in Calaratiada machen, ob wir das in Palma machen, dass wir im Grunde so ein langes Wochenende haben, hier 3-4 Tage. Die Leute können so ein bisschen an den Strand oder Urlaub verbinden mit dem zum Beispiel 2-Tages-Geldseminar. Ne? Und auf so einem Geldseminar würden wir dann
vorstellen, wie man sinnvoll ein Portfolio aufbauen kann, was ETFs sind, was Einzelaktien können oder nicht können, wie man diversifizieren kann, wie man einfach sozusagen mehr aus seinem Portfolio rausholen kann. Ja, wie man es überhaupt erstmal gründet, ne? Dieses Portfolio. Auch das, also. Sehr, wie sieht es mit Bitcoin und Co. aus? Bist du da auch? Nee, da bin ich nicht so unterwegs. Okay. Kryptowährung, Bitcoin, das ist immer so die Frage. Damit kann man schnelle Gewinne machen, die sind aber auch extrem volatil. Man kann auch schnell wieder alles verlieren. Und beim Bitcoin, das ist nur so angerissen, aber muss man sich ja auch fragen, warum hat der den Wert? Ne? Der hat den Wert, weil wir dem alle einen Wert zuschreiben. Und ich persönlich, es gibt ja so wahnsinnig viele tolle Aktien, kauft dann letztendlich lieber im Moment noch eine Aktie, die einen Wert hat, weil sie zum Beispiel von mir aus im Bereich Cloud Security oder was auch immer ein Produkt hat, was die ganze Welt haben will und nutzt und wo ich auch sagen kann, der Wert besteht in diesem Burggraben, in diesem Produkt, was alle haben wollen. Da habe ich jetzt einen leichteren Zugang zu als zu Krypto, was nicht heißt, dass es nicht eine gute Anlage sein kann. Ja, okay. Ja. Aber das ist wieder ein neues Feld, ne? Wo man sich dann. Genau, und das ist jetzt erstmal nicht mein Schwerpunkt. Ja, also ich kenne mich schon ein bisschen damit aus, aber das, was ich darüber weiß, ist erstmal nicht meine präferierte erste Wahl. Okay. Und deine Visionscoach, wie machst du die? Ja, auch per Zoom oder auch persönlich, ne? Ja, wie findet man dich da? Also wie finden deine Klienten dich? Hast du da auch eine Webseite für solche Coachings? Ja, die baue ich gerade, die ist gerade noch im Aufbau. Im Moment läuft das über meine Yoga-Website, wo eben Yoga und Coaching verknüpft ist. Mhm. Also da gibt es eine Unterseite Coaching, über die man mich finden kann. Das werde ich auch erstmal so in Kombi lassen und ich bin jetzt gerade noch so am Austüfteln, wie ich die Finanzcoaching-Seite aufbaue. Da wird es wahrscheinlich nochmal eine separate Seite geben, weil das Thema ja doch nochmal sich ein bisschen abhebt von Yoga und Coaching. Aber das kann man ja echt schön verbinden, ne? Genau. Also ich habe ja schon wieder meine Vision im Kopf, ne? Also hier so auf einer Finca, wir haben ja echt ganz tolle Projekte schon vor, aber Geld ist echt ein Thema. Was mich persönlich auch interessiert, nicht weil ich es unbedingt haben will, aber wie funktioniert überhaupt Geld, weißt du? Das wissen ja schon mal viele gar nicht und erklärt dir sowas dann auch? Also wie das, was ist überhaupt Fiat-Geld? Das war ein Begriff, den kannte ich lange gar nicht. Ich habe das irgendwie wahrscheinlich in der Schule, weil ich Kreide holen, als sie das da erzählt haben oder sie haben es nicht erzählt, man weiß es nicht. Aber es sind so Sachen, die wissen viele nicht. Ja, unser Schwerpunkt ist schon, also letztendlich, ich sage mal unser, weil es auch so ein kleines Netzwerk ist, ne, was ich meinte, diese kleine Finanzzeitung, der Verein, die Facebook-Gruppe dazu und wir arbeiten auch schon als Team und unser Schwerpunkt in diesem Netzwerk ist tatsächlich Aktienanlage, Einzelwerte und oder ETFs auf einen Index wie den MSCI World, die Nasdaq oder S&P 500. Also das ist einfach so unser Schwerpunkt. Ne? Und ich kann natürlich auch zu anderen Sachen was sagen. Ich habe das alles studiert. Ich habe mein Leben lang nichts anderes gemacht. Ich habe eine Bankausbildung. Aber so die Seminare und die Coachings machen wir schon spezifisch dazu. Ich hatte jetzt zuletzt auch Kunden, mit denen habe ich relativ viel über Versicherungen gesprochen, über deren Rentenversicherung, Riester-Versicherung. Dazu kann ich auch was sagen und kann dann auch an Experten vermitteln. Also ein Kollege von mir ist absoluter Spezialist, weil der in diesem ganzen System der Multilevel-Versicherer drinsteckte und dort ausgeschieden ist aus verschiedenen Gründen, als ihm irgendwie selbst klar wurde, was er da verkauft. Und der kennt sie sozusagen alle, um es mal so zu sagen. Und der kann noch viel besser als ich so einen konkreten Versicherungscheck für die Kunden anbieten. Also sowas kann ich auch mal mit einbinden. Und das vermittle ich dann eben an jemanden, der da noch viel besser drin ist als ich. Ich kann eher da so allgemein Sachen zu sagen, würde ich von abraten oder nicht, aus den und den Gründen. Und ich spezialisiere mich dann eben mehr auf ETFs und Aktien. Und in den Seminaren wollen wir beide Aspekte mit einbringen. Sozusagen die Versicherungscheck-Ecke. Und die Seminarthemen ETFs und Einzelwerte. Ja, aber was ich sagen wollte, ich kann mir das halt gut vorstellen, mal so eine Woche oder so ein 5-Tage-Ding da draus zu machen, mit eben Yoga, ne, in die Entspannung kommen und eben ein Coaching in diesem Bereich. Genau. Also und dann Mallorca und dann Strand und Sonne und so. Also, genau.
Stricken wir noch was draus. Finde ich super interessant. Also ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe leider noch nicht in deinen Podcast reingehört. Warum nicht, frage ich mich gerade selber, weil ich höre ja viele Podcasts immer nebenbei, wenn ich putze. Das werde ich heute noch nachholen. Sag nochmal, das war Großmutters Sparstrumpf. Genau. Und der heißt deswegen so, weil ich mich ja mit Christian Thiel zusammengetan habe. Oder er sich mit mir, und so heißt sein Blog schon lange. Also er hat eine Website unter der Bezeichnung und einen Blog. Und dann haben wir den Namen beibehalten. Finde ich den auch in den bei Spotify oder? Alle üblichen Verdächtigen. Alles Apple, gut. Spotify und so weiter. Okay, dann finde ich das. Aber du hattest mir auch irgendwann mal einen Link geschickt, ich weiß das. Sorry dafür. Also wie gesagt, super spannendes Thema. Jetzt habe ich den Faden verloren. Naja, aber du siehst, es sind halt verschiedene Standbeine. Ich weiß nicht, das ist schon die Unsicherheit, weil ich weiß nicht, welches Standbein wirft wie viel ab oder welches wird als erstes das Größte. Ne? Ich mache hier in Präsenz meine Yoga-Sachen und ich mache in Präsenz beziehungsweise per Zoom mit Verbindung nach Deutschland meine ganzen Coaching-Sachen. Und dann werden wir sehen. Das wird sich dann alles finden. Aber ich glaube, du bist da so pfiffig, dass du das präsente Yoga gar nicht machen müsstest, um hier leben zu können, oder? Ich glaube, du hast so gut vorgesorgt mit deinem finanziellen Wissen, dass man sagen könnte, ich könnte jetzt auch mal ein Jahr nichts tun. Ja, das wäre möglich. Das finde ich geil, weil das ist das, was wir alle machen sollten, falls mal wieder so ein Sabbatjahr kommt, wo wir nichts tun können. Ja. Also da bist du echt gut aufgestellt. Finde ich super spannend. Schön, meine Liebe. Möchtest du noch irgendwas erzählen, was die Magie für dich Mallorca ist? Also Cala Ratllada, klar, wurdest du hingelotst? Ja, eigentlich das Lustige ist, was mir auch geholfen hat, jetzt die Entscheidung tatsächlich zu treffen. Ich habe mich ja tatsächlich auch am Anfang schwer getan mit der Kündigung. Aber ich hatte als Kind immer schon gesagt, ich möchte irgendwo leben, wo Palmen wachsen. Und ich konnte das als Kind irgendwie gar nicht genauer greifen. Ja, also ich habe irgendwie nie gesagt, ich möchte in dem und dem Land leben oder so. Aber ich habe auch als Kind immer schon so meinen Traumgarten gemalt und dann stand da halt eine Banane drin und eine Zitrone und eine Palme. So, das war so meine Vorstellung. Und dann ist tatsächlich ja irgendwann dieser Punkt, ich war da mit den Arbeitsbedingungen in Berlin immer unzufriedener. Natürlich kam Corona für uns alle, ja. Corona war schlimm für Schüler und für Eltern, aber Corona war halt auch echt schlimm für Lehrer. Weil immer mehr on top so als Arbeitsbelastung hinzukamen. Und alleine die technische Ausstattung der Schulen ist ja eine Katastrophe. Da denkt man ja manchmal, wir schieben da noch Fehlzeiten, Zettel über Fächer hin und her und dann dauert es 3 Wochen, bis ich die zurückbekomme, abgezeichnet. Gibt es noch und das Klassenbuch? Es gibt noch das Klassenbuch, ja, weil angeblich man nicht in der Lage ist, ein elektronisches Klassenbuch anzuschaffen, das datenschutzkonform ist. Das ist auch in Berlin so. Alles muss natürlich nach der deutschen DSGVO konform sein und man verlässt sich dann, statt dass man sich auf die Leute verlässt, die es können, nämlich sowas wie Google, Apple, keine Ahnung, ja, Microsoft, werden dann irgendwelche deutschen Programme angeschafft. Jetzt haben wir da so einen Server, der programmiert wurde, ursprünglich mal von Lehrern und Schülern als Projekt. Und natürlich ist es dann nicht, wie Google, Microsoft, Apple das machen würden und man kämpft sich da durch. Ein elektronisches Klassenbuch gibt es immer noch nicht. Es ist wirklich unfassbar. Es ist wirklich unfassbar. Ja, haben wir auch noch. Es ist, ja, also wie gesagt, und wenn ich dann irgendwelche Notenlisten auf meinem Laptop speichern würde, würde ich mich strafbar machen, weil ich ja keine Schüleradressen oder Namen auf meinem Laptop speichern darf. Und naja, will ich jetzt gar nicht so rumjammern. Aber irgendwann habe ich entschieden, ich bin da einfach unzufrieden. Und dann kam wirklich die Idee, naja, du wolltest schon immer irgendwo leben, wo Palmen wachsen, schon als Kind. Ja, und irgendwann muss man da auch mal ins Tun kommen. Also ich möchte auch nicht in die Situation kommen, dass es mir vielleicht in ein paar Jahren nicht mehr so gut geht und ich dann sage, ja, hättest du mal, weil jetzt geht's nicht mehr. Das wissen wir alle nicht. Wann war das jetzt? Also von welchem Zeitraum reden wir, wo du diese Entscheidung getroffen hast? Das war letzten Sommer schon, weil meine Kündigungsfrist war tatsächlich laut Tarifvertrag 6 Monate zum Quartalsende. Das heißt, ich musste die Kündigung im September abgeben, um zum 31.3. aufhören zu können. Ne? Ja, ist ja keine lange, also ich finde jetzt 6 Monate ist keine lange Vorlaufzeit. Ich habe länger mich vorbereitet. Ja. Aber das finde ich jetzt. Aber unsere Vorbereitungszeit war ja auch insofern easy, weil wir ja hier die Wohnung hatten, die war voll eingerichtet. Ich meine, ich habe hier schon Kleidung, ich habe meine privaten Sachen hier. Es ist ja nicht so wie andere, die sich jetzt hier eine Wohnung suchen müssen, die sich erstmal einen Ort suchen müssen, die einen Umzugswagen brauchen und so weiter. Wir lösen ja dann irgendwann unsere Wohnung in Deutschland auf und haben dann nochmal eine Beiladung mit irgendeinem
Transport. Aber das ist natürlich, wir starten hier viel weicher als andere, die nichts haben. Aber dann hast du viel verkauft auch, oder? Ja. Brauchtest du ja nicht, hier hast du dann verkauft, weil hier war ja schon alles fertig. Genau, ja. Ja. Was ist das für ein Gefühl, dann so alles zu verkaufen? Auch eigentlich ist das doch auch noch ein bisschen befreiend. Ja, genau. Wir haben auch wahnsinnig viel aussortiert, weggegeben, verschenkt, teilweise manche natürlich auch weggeworfen, weil wir uns hier schon auch verkleinern von der Wohnfläche. Genau, und ich kann jetzt nicht irgendwie 20 Fotoalben mitnehmen. Ne? Das sind einfach so Sachen, wo soll der ganze Kram hin? Ja, das war auch eine Ich kann auch nicht mein ganzes Bücherregal mitnehmen und dann muss man sich einfach mal trennen. Aber das, da ist der Druck, der dann da ist, auch vielleicht mal ganz heilsam, ja. Also sich von Sachen zu trennen und sich mal auf das Wesentliche zu konzentrieren. Ja, das befreit. Ne? Ja, auch mit den Klamotten und so. Mit Schuhen. Genau. Und man braucht ja eigentlich auch weniger. Man braucht weniger. Obwohl, dicke Jacken braucht man jetzt ja trotzdem, aber weniger. Ich brauche halt mehr Flipflops jetzt hier im Sommer. Genau. Ja, schön. Dann, ich freue mich für dich echt. Und wie gesagt, ich freue mich auf unsere weiteren Projekte. Genau. Die planen wir jetzt und wir sehen uns dann ja schon Sonntag wieder. Genau. Ich muss mal gucken, vielleicht mache ich den Podcast auch vorher rein. Auf der schönen Wellness-Finger hier, wir haben ja schon ein Foto am Pool gemacht, die Sonne scheint. Ja, es geht aufwärts also, jetzt, der Sommer kommt. Sommer 2022, Leute, seid dabei, es wird sensationell. Wird fantastisch. Ja. Genau. Die schlechte Zeit ist jetzt vorbei. Und traut euch hier zu fliegen. Ja, das sowieso. Was spricht dagegen? Es gibt keinen Grund, nicht herzukommen. Es gibt nur einen Grund und das ist, dass es hier keinen Mietwagen kriegt. Also nimmt euch ein Taxi und ihr müsst dann ein bisschen zu Fuß. Aber laufen. In Kalaratjada, ja, da kann man doch alles zu Fuß machen eigentlich. Das ist auch das Schöne am Ort. Ja, aber man sagt, da Finger brauchst du schon ein Auto. Aber ihr kriegt ja meins vielleicht. Naja, man kann sich auch irgendwie eine Fahrgemeinschaft machen und wenn man sich ein Auto teilt oder so. Ja. Das geht schon. Das geht alles. Genau. Gut, mein Liebe, ich danke dir für deine Geschichte und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Und denkt an den Sparstrumpf von der Großmutter. Ja, genau. Wir alles verlinken klar. Alles. Gut, bis dann. Tschüss. So, das war's schon. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann gib uns doch einen Like, lass einen netten Kommentar da, abonniere unseren Mallorca Lovers Podcast. Und wenn auch du Mallorca Lovers bist oder Auswanderer und deine spannende Geschichte mit mir und unseren Zuhörern teilen möchtest, dann nimm doch Kontakt mit mir auf. Ich freue mich auf dich. Bis bald und adios.